Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Haltet durch. Wir beobachten den Grafikkartenmarkt nun schon seit Monaten. Die Preise waren zuletzt eher am Sinken und stagnieren, nach den neuesten Gerüchten sollen die Preise aber wieder steigen. Ein guter Anlass, sich die Situation einmal genauer anzuschauen, ob sich schon etwas im Markt bemerkbar macht und für wie viel Geld ihr aktuell eine Grafikkarte bekommt. Ich bin der Jan und wir werfen heute einen wie immer schmerzhaften Blick auf den Grafikkartenmarkt. Wir haben uns einige Grafikkarten ausgesucht, um die Preisentwicklung zu zeigen. Etwa eine 3080 Ti, eine 3070 Ti und eine 3060. Aus der grünen Ecke und von den Konkurrenten von AMD eine 6800 XT, eine 6700 XT und eine 6600 XT. Ältere GPUs aus der RTX 20 oder GTX 16 Serie haben wir nicht berücksichtigt, da sie selten in Shops verfügbar und eher gebraucht angeboten werden. Alle der ausgewählten Grafikkarten sind immer wieder in Shops verfügbar, lassen sich mit ein bisschen Geduld also bestellen. An der Lieferbarkeit hakt es also nicht mehr. Das Problem ist der Preis. Dieser ist wie eh und je sehr hoch. Die Preise liegen noch immer weit über der UVP. In der Statistik über die letzten 3 Monate sehen wir vor allem, dass die Preise für die Grafikkarten im Moment sehr stark schwanken. Ob bei der RTX 3080 Ti, 3070 Ti oder bei der 3060. Alle drei Karten zeigen eine ähnlich instabile Preisentwicklung. Die AMD-Karten zeigen ein ähnliches Phänomen. Eine mögliche Preissteigerung innerhalb der letzten Monate könnte man den beiden Mittelklasse-Modellen RX 6700 XT und 6600 XT zusprechen, da trotz Schwankungen ein leichter Anstieg zu erkennen ist. Die RX 6800 XT bleibt auf einem hohen Niveau und schwankt stark. Doch zu welchem Preis bekommt man denn die Karten im Moment? Und wie viel muss man auf den UVP draufzahlen? Mit einem Aufschlag von 105% und einem Marktpreis von ca. 1330 Euro ist die RX 6800 XT derzeit die am meisten überteuerte Karte. Dicht gefolgt von der RTX 3060, die mit 97% Preisaufschlag und einem Preis von 650 Euro ebenfalls ins Extreme geht. Dann folgen 6700 XT mit 77% und 850 Euro und 3070 Ti mit 69% Preisaufschlag. Dahinter befinden sich die 6600 XT mit 58% Aufschlag bei einem Preis von 600 Euro und der Spitzenreiter der Liste in Form der 3080 Ti mit 32% Aufschlag und einem Preis von ca. 1590 Euro. Die 3080 Ti ist damit im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung noch am günstigsten. Wer also zumindest so nah wie möglich an der UVP sein will, der sollte zur 3080 Ti greifen. Einmal davon abgesehen, dass die Karte sowieso von Nvidia schon zu einem sehr, sehr überhöhten Preis angesetzt wurde. Wir schauen in 2 etablierte Hardware-Shops, wie es mit der Verfügbarkeit und den Preisen aussieht. Mindfactory und Alternate. Bei Mindfactory zeigt sich erstmal, dass die Auswahl an Grafikkarten der aktuellen Generation sehr begrenzt ist. Angezeigt werden gerade alle Grafikkarten der RTX-Reihe. Diese Verfügbarkeit wechselt jedoch sehr schnell. Innerhalb einer Woche konnten wir sehr große Unterschiede in den Lagerbeständen sehen. Die Preise der Nvidia-Karten liegen ungefähr auf demselben Niveau wie im Preisvergleich. Bei der einen oder anderen GPU muss man ein paar Taler draufzahlen, auch wenn der Unterschied nicht groß ist. Bei den AMD-Grafikkarten ist es ähnlich. Es werden derzeit nicht so viele bei Mindfactory angeboten und die angebotenen Karten sind ähnlich wie im Preisvergleich teuer. Bei Alternate sind derzeit kaum Karten auf Lager. Und die wenigen, die lieferbar sind, kosten das gleiche oder mehr als im Preisvergleich. Von Nvidia gibt es dagegen einige Karten zu kaufen. Wir gehen die einzelnen Modelle durch. Eine 3060 gibt es für ca. 680 Euro, eine 3070 Ti für 1020 Euro und eine 3080 Ti für 1600 Euro. Damit liegen die Preise praktisch genau wie im Preisvergleich. Natürlich haben wir uns auch auf Gebrauchtmarktportalen wie eBay umgeschaut. Allerdings unterscheidet sich die Situation hier kaum von der in den Shops. Die Karten sind durchwegs teuer. Ja, wer ein bisschen sucht und darauf achtet, nicht betrogen zu werden, der kann hier natürlich ein bisschen Geld sparen. Wirklich rentabel ist der Grafikkartenkauf hier aber trotzdem nicht. Gebrauchte Karten sind auf eBay etwas günstiger, aber davon raten wir eher ab. Ihr solltet hier nicht die Scalper unterstützen und lasst euch auf den Privatkauf nur dann ein, wenn euch absolut sicher seid, was ihr tut. Weder bei den Nvidia-Karten noch bei der AMD-Konkurrenz lässt sich auf eBay wirklich viel sparen. Die Preise liegen zwar etwa 50 Euro günstiger, jedoch ist das Risiko auch höher, dass man an unseriöse Verkäufer gerät. Wer seine GPU beim Händler des Vertrauens kauft, ist definitiv auf der sicheren Seite. Sollte man also jetzt eine Grafikkarte kaufen? Gerüchte über wieder steigende Preise machen die Runde. Wirklich bestätigen konnten wir diese Gerüchte in den meisten Fällen nicht.
Der Verlauf der letzten 3 Monate zeigt eher ein starkes Schwanken der Preise. Wie diese sich weiterentwickeln, ist wohl nahezu unmöglich vorauszusagen. Ob man eine Grafikkarte jetzt kaufen sollte, hängt auch einfach damit zusammen, wie dringend man sie braucht. Wer kein Problem hat mit seinem alten Pixelbeschleuniger, noch ein Jahr weiter zu spielen, der sollte das tun und auf bessere Zeiten warten. Wer jedoch keine andere Wahl hat, der kann innerhalb der Preisschwankungen auf ein gutes Angebot hoffen. Ein baldiges Ende der Krise ist jedoch nicht abzusehen. Natürlich kann man auch Alternativen zur dedizierten Grafikkarte verwenden. Die neuen AMD-APUs mit ihrer integrierten Grafikeinheit eignen sich zum Spielen, auch wenn die Leistung deutlich unter der einer Grafikkarte liegt. Zum Übergang, bis eine günstige Grafikkarte zu haben ist, kann die APU durchaus eine Lösung sein. Wer wirklich derzeit gute Leistung zum fairen Preis haben will, kann auch zur Konsole greifen. Auch wenn der echte PC-Spieler sich nie von seinem Rechner verabschieden würde, als Zweitgerät und für den Übergang kann sich eine Xbox oder PlayStation der aktuellen Generation durchaus lohnen. Ansonsten ist Warten und Hoffen angesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick über die aktuelle Situation bekommen. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin, haut rein!